Hier wurde jetzt gerade aufgerufen, der nächste Tagesordnungspunkt, der beschäftigt sich mit der Vermeidung von Umsatzsteuerbetrug im Internet. Und dazu spricht im Plenum Ingrid Arndt-Brauer für die SPD-Fraktion. Es noch Jahressteuergesetz genannt, und das macht die Bedeutung des Gesetzes ein bisschen deutlicher, weil wir ändern nicht nur das Einkommensteuergesetz, wir ändern auch das die Lohnsteuerdurchführungsverordnung, wir ändern das Körperschaftssteuergesetz, wir ändern Teile des Gewerbesteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes, des Finanzverwaltungsgesetzes, des Zerlegungsgesetzes, des Grunderwerbsteuergesetzes, des Investmentsteuergesetzes und des Altersvorsorgeverträgezertifikatsgesetzes. Also wir ändern sehr viele Dinge, kleine, große, bedeutende, unbedeutende. Ich möchte ein paar Dinge herausgreifen. Die Kollegen können das ja danach noch ergänzen. Wir fanden, es ist an der Zeit, dass wir Elektromobilität stärker fördern. Das tun wir mit diesem Gesetz. Die Steuervorteile bei der Dienstwagenbesteuerung werden wir noch weiter ausbauen. Und zwar Menschen, die mit ihren Dienstwagen Elektromotor betrieben fahren, werden eine um 50% stärkere Entlastung erfahren. Wir werden auch die private Nutzung betrieblicher Elektrofahrräder vollständig steuerbefreien. Wir erwarten uns da wirklich Anreize, dass Menschen umsteigen. Dass Menschen umsteigen, die vorher ganz anders unterwegs waren, die sagen, ja, das ist ein gutes Gesetz, ich werde mich jetzt umorientieren, ich werde jetzt entsprechend der Verordnung des Elektromobilitätsgesetzes Elektrofahrzeuge anschaffen, kaufen, als Arbeitgeber auch den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen, und diese können sie dann nutzen. Wir werden hierbei keine Pseudo-Elektromobilität fördern, sondern echte Elektrofahrzeuge. Das wird Auswirkungen haben. Finanzielle Kosten werden entstehen. Das geht los im Jahre 2019 mit 240 Millionen, was das kostet, und geht bis 2022 zum Spitzenbetrag 285 Millionen Euro. Vom Arbeitgeber gewährte Jobtickets und analog auch Bahncards werden ebenfalls steuerfrei gestellt. Ich denke, das ist ein gutes Gesetz, und wir werden da wirklich eine Umsteuerung hinbekommen. Danach werden wir auch, so wie es im Gesetz angedeutet ist, etwas beim Handel mit Waren im Internet verändern. Wir haben im Moment die Situation, jeder, der irgendwie Handel betreibt in Deutschland, ist natürlich umsatzsteuerpflichtig. Auch wenn man den Handel auf Plattformen im Internet betreibt, muss man Umsatzsteuer bezahlen. Es gibt allerdings die Situation, dass gerade ausländische Firmen in diesen Handel sich präsentieren. Die Kunden merken es nicht, aber die Firmen führen keine Steuer ab. Das ist ein Problem, und wir haben uns überlegt, wie kommen wir mit diesem Problem weiter? Wie schaffen wir es, dass alle, die auf deutschen Plattformen Waren anbieten, steuerpflichtig werden? Wir konnten das nur so hinbekommen, dass wir sagen, die Plattformen müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen, die bei ihnen handeln, Umsatzsteuer bezahlen. Wie kann eine Plattform das tun? Sie kann erst mal schauen, wer handelt bei mir. Manche Firmen kennt man, manche Firmen kennt man nicht. Wir sind der Meinung, es geht nur so, dass die Plattformen von den Firmen Bescheinigungen anfordern, die ausweisen, hier wird Umsatzsteuer bezahlt, beziehungsweise hier gibt es eine Umsatzsteuernummer. Das ist ein ganz neues Verfahren. Wir haben da vorher keine Erfahrung mit gehabt, sind deswegen unterwegs gewesen, haben alle möglichen Firmen informiert vorher und sind der Meinung, dass es zumutbar ist, dass die Firmen, die hier handeln, sich um eine Umsatzsteuernummer besorgen müssen. Und diese Umsatzsteuernummer können sie bekommen, entweder bei ihrem zuständigen Finanzamt oder, wenn es sich um ausländische Firmen handelt, dann gibt es Zentralfinanzämter, die diese Umsatzsteuernummer ausstellen.
Die Plattformen müssen diese Umsatzsteuernummer im Moment noch mit Papierform eintreiben, bis wir ein EDV-System haben, funktionierendes EDV-System haben, werden wir das auch so praktizieren. Aber es wird nicht lange dauern, dann wird auch das digital passieren. Und das ist wichtig für uns. Wir haben Vorbilder. Die Briten machen das schon und nehmen 1 Milliarde Steuern damit ein. Und ich denke, das ist ein Anreiz für uns, dass wir das auch tun. Und das sollten wir auch machen. Ich denke, es ist ein gutes Gesetz, was wir vorlegen, das Jahressteuergesetz. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Dinge, die wir da reparieren, die wir da verbessern. Und ich denke, Sie sollten zustimmen. Wir werden zusätzliche Einnahmen generieren. Wir werden Steuerschlupflöcher schließen. Wir werden Gerechtigkeit erzeugen. Und kommen Sie bitte. Ich möchte Sie ermutigen, zuzustimmen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die AfD. Ingrid Arndt-Brauer war das für die SPD-Fraktion, die gesagt hat, man werde Steuerschlupflöcher schließen. Nach ihr jetzt für die AfD-Fraktion, deren Abgeordneter Albrecht Glaser. Easy. Wunderbar. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sumerer haben im 3. Jahrtausend vor Christus Gesetze in Stein gemeißelt. Ja, ich komme auch zum Urknall, kein Problem. Gesetze in Stein gemeißelt und diese öffentlich aufgestellt, die Steine. Dies war sehr transparent und führte zu großer Rechtssicherheit. Wir sehen hier den Unterschied zwischen einer antiken Hochkultur und einer zeitgenössischen, eher niederen Zivilisation. Schon das Etikett Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen ist irreführend. Die Kollegin hatte das gerade schon dargestellt, denn bei dem Artikelgesetz handelt es sich um das, was man früher ein Jahressteuergesetz nannte. Da ist also vieles drin und das meiste davon hat mit Umsatzsteuer gar nichts zu tun. Warum also nennt man das so? Schaufenster. Neben dem Umsatzsteuerausfallvermeidungsgesetz wird zudem parallel das Familienentlastungsgesetz beraten, das in Wahrheit Gesetz zur Vermeidung heimlicher Steuererhöhungen durch Inflation heißen müsste. Bitte um Entschuldigung, Herr Michelbach, aber es ist so. Zum Potpourri also des Umsatzsteuerausfallvermeidungsgesetzes ein paar Bemerkungen. Am markantesten ist darin die Neuregelung des Geldwertvorteils für die private Nutzung eines Dienstfahrzeuges. Bekanntlich gibt es seit vielen Jahren diese sogenannte 1%-Regelung, die Sie alle kennen. Zur Klimarettung soll nunmehr die private Nutzung von E-Fahrzeugen und bestimmten Hybriden privilegiert werden durch Halbierung des Zurechnungssatzes. Hier wird wieder einmal das Steuerrecht als Mittel für menschliche Verhaltenskonditionierung missbraucht. In Wahrheit ist das Steuerrecht jedoch ein Instrument der Staatsfinanzierung. Eine solche Dressurvorschrift lehnen wir ab. Markant ist weiter. Dazu wurde auch eine Anhörung durchgeführt. Übrigens kam auch dieser ganze Vorgang relativ kritisch in der Anhörung zur Sprache. Die Einführung einer Haftung von Betreibern von IT-Plattformen, auf deren umsatzsteuerpflichtige Geschäfte abgeschlossen werden. Die Haftung eines Dritten, meine sehr verehrten Damen und Herren, der nicht Steuerschuldner ist, ist unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten eine heikle Sache, stets eine heikle Sache. Bezüglich außereuropäischer Akteure mag man sich eine Möglichkeit vorstellen dieser Art, ohne Frage. Innereuropäisch und national ist die vorgesehene Regelung als ungemessen und ungerecht abzulehnen. Zumal für die Plattformbetreiber erhebliche Kontroll- und Mitteilungspflichten in Papierform zu Hunderttausenden entsteht. Trotz massiver Bedenken aus dem Kreis der Sachverständigen wird das Projekt heute völlig unverändert durchgezogen. Es wird geradezu gelobt. Der sehr eingeschränkte Nutzen solcher Anhörungen wird hier erneut deutlich. Die AfD lehnt daher diesen Haftungszugriff auf Nichtsteuerschuldner, um für die Steuern anderer Leute einzustehen, ab. Die steuerliche Freistellung von bestimmten Gesundheitsleistungen von Arbeitgebern und ihrer Mitarbeiter ist sachgerecht, weil der allgemeinen Gesundheitsfürsorge dienlich. Ähnliches gilt auch für die Steuerfreistellung von Fahrtkostenzuschüssen von Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter. Das steht jetzt in diesem ganzen Gesetzespaket drin. Das finden wir außerordentlich gut. Wir können nicht zustimmen, wenn das Schwergewicht der Dinge, gegen die wir Bedenken haben, größer ist, wie die Dinge, wo wir zustimmen können. Das ist das Problem eines solchen Paketes.
Nicht zu Unrecht taucht das Thema Solidaritätszuschlag als Zusatzantrag nunmehr erneut auf. Dem wird die AfD natürlich auch zustimmen, weil es ihr ureigenes Anliegen ist und mit echter Entlastung für Steuerzahler zu tun hat. Die Verzögerungstaktik der Bundesregierung als ganz spezielle Maßnahme unmittelbar vor der nächsten Bundestagswahl ist intolerabel. Das Gleiche gilt für die Verzinsung von Steuernachzahlungsansprüchen. Die seit Jahren bestehende Regelung der Abgabenordnung, wonach pro Monat 0,5, also jährlich 6% Zinsen geschuldet werden, war im normalen Zinsumfeld angemessen. In der EZB-Zinswelt stellt sie eine verfassungswidrige Belastung des Steuerbürgers dar. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2015 in dieser Richtung in Urteilsbegründungen sich geäußert. Die FDP stellt daher in der Sache völlig zu Recht einen Zusatzantrag, die jetzige Regelung durch eine Ankopplung an den Basiszinssatz des § 247 BGB zu ersetzen. Als der Gerechtigkeit verpflichtete Fraktion werden wir dem zustimmen. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die AfD eine nahezu gleichartige Regelung in Form eines Gesetzesentwurfs unter Drucksache 19/5491 bereits seit langem eingebracht hatte, die heute in den Finanzausschuss verwiesen wurde. Wohl in Kenntnis dieses Vorgangs hat die FDP einen früheren allgemeinen Antrag vor wenigen Stunden ebenfalls in einen Gesetzentwurf umgewandelt. Wir haben diese Fraktionsdienstleistung gerne erbracht für die FDP, zumal sie der Gerechtigkeitsempfindung dient. Das gesamte Gesetzgebungsverfahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, bleibt höchst unbefriedigend. Viele weitere Punkte der Novellierung sind öffentlich überhaupt nicht diskutierbar, weil die Zeit nicht reicht. In 5 Minuten also schon gar nicht. Es bleibt dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird festzustellen sein, die Sumerer konnten es besser. Herzlichen Dank. Die Rede von Albrecht Glaser für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Uwe Feiler für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der heutigen Beratung zum Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen im Onlinehandel treten wir auch als Finanzpolitiker wieder den Beweis an, dass die Strucksche Regel, nach der kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es eingebracht wurde, auch Jahre nach seiner Aussage noch an Gültigkeit besitzt. Das schließt sogar Gesetzesentwürfe eines SPD-geführten Finanzministeriums ausdrücklich mit ein. 20 Änderungen haben wir in den Beratungen innerhalb der Koalition vereinbart und aus meiner Sicht zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, auf die viele Akteure gewartet haben und die über den Titel des Gesetzes deutlich hinausgehen. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Opposition haben sich größtenteils inhaltlich mit dem Gesetzesentwurf auseinandergesetzt und in das Verfahren eingebracht. Die beiden Anträge, über die wir ja gleich namentlich abstimmen werden, zum Solidaritätszuschlag und zur Verzinsung, sind trotz aller Sympathie, die ich für sie empfinde, inhaltlich plumpe Versuche, einen Keil in die Koalition zwischen CDU, CSU und SPD zu treiben. Ja, Sie wissen, wir sind uns dort noch nicht einig. Wir haben dort noch Beratungsbedarf. Sie, meine Damen und Herren von der FDP, Sie hätten es ja auch anders haben können, wenn Sie ein bisschen mehr Mut zur Verantwortung gehabt hätten. Wir sind jetzt in Regierungsverantwortung mit der SPD. Wir sind koalitionstreu und deswegen lehnen wir aus Verantwortung für unser Land Ihre beiden Anträge ab. In 16 Artikeln ändern wir 15 Finanzgesetze von der Abgabenordnung über das Einkommensteuergesetz bis zum Körperschaftsteuergesetz, sodass der Arbeitstitel Jahressteuergesetz durchaus seine Berechtigung hat. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nur einige wenige Punkte in meiner Rede aufgreifen werde. Zunächst einmal darf ich auf den Kern des Gesetzes eingehen, der ihm seinen Namen gab. Fraktionsübergreifend bestand Einvernehmen darüber, dass der Fiskus auf das Wachstum im Onlinehandel reagieren muss, um sicherzustellen, dass auch in der digitalen Welt getätigte Umsätze real versteuert werden. Dabei stehen die Betreiber von Handelsplattformen, die mit diesem Geschäftsmodell ihre Umsätze generieren, in der Pflicht, dabei mitzuwirken, dass sich insbesondere im Ausland ansässige Händler nicht den Zugriff der Finanzbehörden entziehen können. Das sind wir, meine Damen und Herren, aus Gründen der Steuergerechtigkeit vor allem auch unseren inländischen Unternehmern und dem Einzelhandel schuldig, die der Umsatzsteuer nicht ausweichen können. Wir setzen diesen Anspruch mit der Pflicht
um, dass nur bei den Finanzbehörden registrierte Händler auf Plattformen handeln dürfen und der Plattformbetreiber haftet, wenn er sich diese Registrierung nicht vorlegen lässt bzw. Hinweisen der Finanzverwaltung nicht folgt oder ihm Erkenntnisse vorliegen, die eine offenbare umsatzsteuerliche Pflichtverletzung eines Händlers beinhalten. Wichtig ist mir dabei insbesondere, dass der Plattformbetreiber hier nicht mit investigativen Methoden aktive Nachforschungen zu seinen Geschäftspartnern anstellen muss, aber sehr wohl Beschwerden von Kunden, zum Beispiel über fehlerhafte Rechnungen oder Ähnliches, nachgehen und entsprechend handeln muss. Als wenig dienlich erachte ich in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kollegen der FDP, die ausschließlich Unternehmen in Drittstaaten von der Regelung umfasst sehen wollen. Ich stimme Ihnen zwar zu, dass wir den Aufwand für die Unternehmen und die Finanzbehörden senken könnten, allerdings würden wir uns vieler neuer Briefkastenfirmen in Deutschland erfreuen, die über diesen Weg der Registrierung entkommen wollen, gleichwohl ihre Geschäfte aber über das Ausland abwickeln würden. Großbritannien musste diese Erfahrungen zumindest machen. Gewünscht hätte oder hätten wir uns natürlich auch, dass direkt mit Inkrafttreten des Gesetzes ein vollständiges elektronisches Registrierungssystem zur Verfügung stehen würde. Das war jedoch unrealistisch, sodass wir für eine Übergangszeit auf eine Papierbescheinigung zurückgreifen müssen. Das Finanzministerium hat uns aber in diesem Zusammenhang zugesichert, kurzfristig an einer Umsetzung einer elektronischen Registrierung zu arbeiten. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz haben wir auch gute Nachrichten für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sogenannte Jobtickets, die Arbeitgeber ihren Angestellten zusätzlich zum Gehalt kostenfrei zur Verfügung stellen, müssen künftig nicht mehr mit dem geldwerten Vorteil versteuert werden, sondern bleiben sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber steuerfrei. Lediglich die Entfernungspauschale wird gekürzt, da steuersystematisch für eine kostenlose und steuerfreie Überlassung eines Tickets schwerlich Aufwendungen entstehen können, die jedoch Voraussetzung dafür sind, diese über die Entfernungspauschale geltend machen zu können. Dennoch werden wir damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs leisten und bürokratische Hemmnisse abbauen. Und auch, meine Damen und Herren, der ehrenamtlich getragene Vereinssport profitiert von diesem Gesetz. Die Sportdachverbände haben künftig Planungssicherheit, wenn sie ihre Mitgliedsvereine organisatorisch beim Spielbetrieb unterstützen, indem wir weiter von einem Zweckbetrieb ausgehen, wenn jeweils in einer Liga mehrheitlich Amateurspieler zum Einsatz kommen und gegenüber Lizenzspielern die Anzahl überwiegt. Meine Damen und Herren, zum Ende meiner Rede möchte ich jedoch die Zeit nutzen, mich bei allen Beteiligten für die guten Beratungen und Hinweise zu bedanken. Mein Dank gilt besonders den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesfinanzministeriums, die uns sehr mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Mein Dank gilt natürlich auch meinem Kollegen Fritz Günstler, der mir heute die Redezeit geschenkt hat. Vielen Dank, lieber Fritz. Die Zahl der Änderungsanträge und die intensiven Gespräche im Ausschuss, in Berichterstattergesprächen und in den Anhörungen haben gezeigt, dass Steuerpolitik immer für Diskussionen Anlass bieten kann. Und sowohl die Länder als auch das Bundesfinanzministerium haben uns ja bereits signalisiert, dass wir uns in naher Zukunft mit weiteren Projekten ähnlicher Zielrichtung auseinandersetzen können. Ich bitte um Zustimmung Ihrerseits zu einem wirklich guten Gesetz und schenke uns die restlichen 30 Sekunden. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Uwe Feiler war das für die Unionsfraktion, der hier von einem guten Gesetz gesprochen hat, dass die Umsatzsteuerausfälle bzw. die Möglichkeiten zu Umsatzsteuerbetrug im Netz ausbremsen soll. Nach ihm jetzt Katja Hessel für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahressteuergesetz im neuen Namen zeigt, dass diese Bundesregierung kein stringentes steuerpolitisches Konzept hat. Sie hat keinen Kompass, sondern sie wuselt sich einfach durch. Eine kleine Änderung hier, eine kleine Reparatur da, wobei die meisten Reparaturen auch noch nachträglich auf Anregung des Bundesrates erfolgt sind. Eine Entlastung der hart arbeitenden Menschen und Unternehmen durch Bürokratieabbau oder gar Steuersenkung, Fehlanzeige. Im Gegenteil, in vielen Fällen wird noch mehr Bürokratie aufgebaut. So wird bei der Einführung der sogenannten Plattformhaftung für die Umsatzsteuer,
Kollege Feiler hat es ja gerade ausgeführt, auch eine Papierbescheinigung für inländische Unternehmen gefordert. Hierauf hätte man aber so lange verzichten können, solange es kein elektronisches Verfahren gibt, da diese Unternehmen ja bei uns steuerlich erfasst sind. Somit eine bürokratische Hürde mehr für unsere Unternehmen. Unterlassen werden hingegen notwendige Änderungen, zu denen wir eigentlich verpflichtet sind. Wir warten mal lieber wieder darauf ab, dass uns das Bundesverfassungsgericht zu den Anpassungen verpflichtet. Im Steuerrecht ist dies ja leider zwischenzeitlich der Normalfall. Am 25.04.2018 hat der BfH in einem Beschluss die Verfassungsmäßigkeit der sogenannten Nachzahlungszinsen nach den Paragraphen 233a und 238 Abgabenordnung angezweifelt. Aus der hierzu ergangenen Pressemitteilung vom 14.05. darf ich wie folgt zitieren. Der Gesetzgeber sei im Übrigen von Verfassungswegen gehalten, zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung, zu der im § 238 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung geregelten gesetzlichen Höhe von Nachzahlungszinsen bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhalten sei oder die Zinshöhe herabgesetzt werden müsste. Dies habe er auch selbst erkannt, aber gleichwohl bis heute nichts getan. Eben, eine solche Maßnahme fehlt aber im Jahressteuergesetz. Dort hätte sie hingehört. Und wir haben dazu einen Änderungsantrag gestellt, damit wir als Gesetzgeber einmal agieren können und nicht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagieren müssen. Aber auch andere für die Steuerpflichtigen notwendige Anpassungen sucht man vergeblich. So sind Bauschbeträge bei der Einkommensteuer für die Steuerpflichtigen schon lange nicht mehr erhöht worden, teilweise sogar noch nie. Und gerade in Zeiten, in denen wir über Kosten von Mobilität und Wohnraumknappheit diskutieren, in denen immer mehr Menschen dazu gezwungen werden, ihre Wohnung außerhalb von Ballungsräumen zu suchen, wäre eine Anpassung der Pendlerpauschale dringend erforderlich. Die Pendlerpauschale liegt bei 30 Cent pro Entfernungskilometer auf dem Niveau von 1991. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten hierzu einen Erschließungsantrag gestellt, damit die Bundesregierung hier tätig werden kann. Dafür wird aber die sogenannte 1%-Regelung für Elektroautos halbiert. So richtig das Ziel ist, die Förderung von alternativen Antriebsarten zu haben, so falsch ist dieser Weg. Hier wäre es viel besser, die hierfür veranschlagten knapp 2 Milliarden Euro in den Ausbau der notwendigen Infrastruktur zu investieren, als sich auf eine mehr Mobilitätsideologie zu befördern. Über den Solidaritätszuschlag haben wir in diesem Hause schon in dieser Legislaturperiode mehrfach diskutiert, aber noch nie abgestimmt. Heute haben wir die Gelegenheit, dies nachzuholen. Wir haben nämlich unseren Antrag, den Solidaritätszuschlag mit Auslauf des Solidarpaktes abzuschaffen, zur Abstimmung gestellt. Dies ist für uns eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit und nicht die Frage, die Kollegen der Union zu ärgern. Wir haben durchaus Mut für viele Sachen, und es ist sicherlich nicht daran gescheitert. Nach Abwägung der Vielzahl von Regelungen, die im Jahressteuergesetz getroffen, nicht getroffen bzw. schlecht getroffen worden sind, entscheidet sich die Fraktion der Freien Demokraten, dem Gesetz nicht zuzustimmen. Vielen Dank. Die Rede von Katja Hessel, meine Damen und Herren, ihre Kritik an diesem Gesetz. Sie hat auch hier betont, dass die FDP in einem Entschließungsantrag unter anderem verlangt, dass der Soli ganz und komplett abgeschafft werde. Nächster Redner in der Debatte ist Jörg Cézanne für die Linksfraktion. Erstens. Das Anliegen der Bundesregierung, den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel einzugrenzen oder einzuschränken, teilen wir voll und ganz. Es ist richtig, dass elektronische Plattformen wie eBay oder Amazon da stärker in die Pflicht genommen werden. Es ist richtig, dass sie überprüfen sollen, ob die Händler auf ihren Plattformen registriert sind. Es ist richtig, dass sie auch im schlimmsten Falle in Haftung genommen können, wenn diese Umsatzsteuer hinterzogen wurde. Im Gesetz bleibt allerdings manches unklar. Wir haben zum Beispiel darauf hingewiesen, dass nicht geregelt ist, anhand welcher Kriterien unterschieden werden soll, wann ein
Umsatz einer Privatperson im Privat- oder im unternehmerischen Rahmen erzielt worden ist. Diese Unschärfen müssen in der ausstehenden Rechtsverordnung präzise geregelt werden. Und es bedarf mehr und besser qualifizierten Personals in der Steuerverwaltung, damit das alles im Onlinehandel überhaupt auch vernünftig umgesetzt und kontrolliert werden kann. Sonst bleibt das alles pure Rhetorik. Zum Zweiten. Bei der Dienstwagenbesteuerung haben wir grundlegende Probleme. Und deshalb sind wir auch mit der Berücksichtigung der E-Mobilität da nicht vollständig zufrieden. Wir brauchen eine Verkehrswende und nicht nur eine Wende in der Antriebstechnik. Deshalb bedarf es einer grundlegenden Reform der Besteuerung von Dienstwagen. Kernpunkt muss dabei sein, dass diese Besteuerung sich am CO2-Ausstoß orientiert und man nicht immer größere Autos immer besser finanziert. Das geht daneben. Steuerbefreiungen für die Nutzung von Fahrrädern oder E-Bikes sind vernünftig und insbesondere, dass das Jobticket da rausgenommen wird, ist völlig richtig. Das ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Kritik. Dritter Punkt. An einer Stelle hat die Große Koalition jetzt aber doch noch ein Steuergeschenk für Unternehmen ins Gesetz geschmuggelt. Im Gesetzentwurf sollte bislang nur ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus Karlsruhe umgesetzt werden, das den sogenannten quotalen Verlustuntergang bis Ende 2015, aber eben nur bis dahin, für verfassungswidrig erklärt hatte und diese Anwendung zu diesem Zeitpunkt aufhob. Das ist eine immer noch verbreitete Steuerpraxis von Unternehmen, Anteile an angeschlagenen anderen Unternehmen allein zu dem Zweck zu erwerben, die eigenen Gewinne mit den Verlusten an anderer Stelle zu verrechnen und so Steuern zu sparen. Dieser quotale Verlustuntergang, Sie müssen sich das nicht merken, hat diesen Handel jetzt zwar Verlustvorträgen eingeschränkt, aber dieses Steuerschlupfloch wurde dann wenigstens verkleinert. In der jetzt vorliegenden Fassung des Gesetzes wird der quotale Verlustuntergang, schönes Wort, ich finde es immer noch gut, nicht nur bis Ende 2015, wie vom Bundesverfassungsgericht geurteilt, sondern eben dauerhaft aufgehoben. Das zwischenzeitlich gestopfte Steuerschlupfloch ist jetzt wieder offen. Das vermiest uns ein wenig die Laune und dieses bringt uns dann auch dazu, dass dem Gesetzentwurf nicht zustimmen werden. Aber wir enthalten uns, wenn Ihnen das Freude bereitet, weil das mit der Umsatzsteuer eine vernünftige Regelung ist. Vielen Dank. Die Kritik von Jörg Susanne von der Linksfraktion, der dann aber doch angekündigt hat, dass seine Fraktion sich enthalten wird. Nächste Rednerin Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen und finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Meine Damen und Herren, ja, tatsächlich, das diesjährige Jahressteuergesetz hat viel Licht, aber leider auch sehr viel Schatten. Ich möchte mich nur an einem Thema jetzt das deutlich machen, exemplarisch, nämlich an der Neuregelung für die Dienstwagenbesteuerung. Zum einen gelingt mit diesem Gesetz tatsächlich ein echter Durchbruch für Dienstfahrräder, E-Bikes und auch Pedelecs. Es ist jetzt 6 Jahre her, dass wir Grüne mühsam die Akzeptanz dafür hergestellt haben. Ja, Fahrräder können auch Dienstfahrzeuge sein. Heute folgt nun endlich der nächste große Schritt. Der geldwerte Vorteil, der bei der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen entsteht und der normalerweise zu versteuern ist, der wird mit diesem Gesetz für Dienstfahrräder steuerfreigestellt. Das heißt, emissionsfreie Dienstfahrräder werden gegenüber Dienstautos sogar besser gestellt. Und übrigens, es gilt auch die Entgeltumwandlungsmöglichkeit für Sozialversicherungsbeiträge zukünftig für Dienstfahrräder. Das setzt richtige ökologische Anreize in der Verkehrspolitik und das begrüßen wir von Bündnis 90 Die Grünen ganz ausdrücklich, meine Damen und Herren. Wir begrüßen auch die ebenfalls neu vorgesehene Steuerfreiheit von Jobtickets. Da diese aber weiterhin mit der Pendlerpauschale verrechnet werden müssen, wird der Effekt vermutlich gering sein. Außerdem lassen Sie die Bahncard weiter außen vor. Wir hätten uns da noch mehr vorstellen können.
Insgesamt aber ein deutlicher Schritt in Richtung Ökologisierung, weil das steuerliche Privileg des Dienstautos gegenüber anderen Verkehrsmitteln zurückgedreht wird, also deutlich sehr viel Licht in diesem Bereich. Aber sehr viel dunkler Schatten liegt andererseits auf der Neuregelung zum Dienstauto selbst. Sie wissen, wir Grünen setzen uns seit vielen Jahren dafür ein, dass die milliardenschwere steuerliche Subvention von spritschluckenden SUVs und anderen Großlimousinen durch Pauschalbesteuerung endlich beseitigt wird. Das heißt, wir wollen die derzeit sehr niedrige pauschale Besteuerung der Privatnutzung von Dienstwagen in Höhe von 1% des Listenpreises ökologisieren. Nutzer von Fahrzeugen mit einem hohen CO2-Ausstoß wollen wir höher besteuern als die, deren Autos die europäischen Grenzwerte einhalten, um die ökologischen Dreckschleudern endlich zu sanktionieren. Und emissionsfreie reine E-Fahrzeuge wollen wir mit 0,5% besteuern. Sie von der Koalition, Sie führen jetzt zwar die 0,5%-Regel für Elektroautos ein, was wir begrüßen, aber Sie reißen mit dem Hintern diese positive Wirkung durch ein kratergroßes Loch wieder ein, weil Sie nämlich diese neue Regelung öffnen für Hybridfahrzeuge. So, das kommt erstmal ganz unscheinbar daher, aber ich sage Ihnen, das hat das Potenzial, uns nach dem Dieselskandal in den nächsten 2-3 Jahren den nächsten Skandal hier zu bescheren, nämlich den Hybridskandal. Warum? Das möchte ich Ihnen jetzt am Beispiel des Porsche Cayenne verdeutlichen. Ein Porsche Cayenne Benziner hat derzeit je nach Bauart einen CO2-Ausstoß von 200 bis 270 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist das Doppelte und mehr des derzeit von der EU vorgesehenen Grenzwertes. Seit kurzem gibt es aber diesen Porsche Cayenne jetzt auch als Hybrid. Und dieser Hybrid, der erfüllt die von Ihnen jetzt angeblich so stark verschärften Umweltkriterien. Dieses super schwere Auto wird jetzt noch schwerer durch die Batterien und kann dann mit der sehr kleinen Reichweite eines eingebauten Elektrohilfsmotors von ganze 44 Kilometern immerhin elektrisch die nächste Tankstelle erreichen, wenn der Sprittank denn leer ist. Aber dieser Cayenne-Hybrid, der hat nun einen Fahrzeugschein, der ihn plötzlich als Umweltengel ausweist. Aufgrund lobbybeeinflusster Annahmen für das Fahrverhalten verbraucht dieses tonnenschwere Auto angeblich nur noch 72 statt 270 Gramm. Das ist Greenwashing der allerübelsten Sorte. Und Sie sehen nun mit diesem Gesetz auch noch, setzen den Ganzen die Krone auf, indem Sie die private Nutzung dieses Porsche Cayenne ab Januar dann nur noch halb so hoch wie bisher besteuern. Das ist Vollgas in die Sackgasse. So führt man Deutschland industriepolitisch weiter in den Irrsinn. Und deswegen werden wir da nicht mitmachen. Von solchen Licht- und Schattengeschichten gibt es einige in diesem Gesetz. Und deswegen werden wir uns am Ende des Tages bei diesem Gesetz enthalten, meine Damen und Herren. Licht und Schatten macht dieser Paus aus in diesem Gesetzentwurf zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen und hat eine Enthaltung Ihrer Fraktion angekündigt. Nächster Redner ist Michael Schrodi für die SPD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, hier am Deutschen Bundestag verbindet mich nicht nur die Leidenschaft für die Politik, mit einigen verbindet mich auch die Leidenschaft zum Fußballspielen. Ich sehe gerade, ja, Dieter Janicek winkt schon, Fabio De Masi ist mit dabei, Fritz Günzler, ich sehe auch Frank Schäffler hier aus der FDP-Fraktion. Also wir bemühen uns alle hinten, ja, die Sozialdemokraten, auch viele dabei, die Kollegen. Also verbindet das beim FC Bundestag auch mal Fußball zu spielen. Ich mache das schon länger, in der Jugend schon, in kleinen Vereinen auch, beispielsweise beim Heimatverein SC Olching, auch im Seniorenbereich. In dem vorliegenden Gesetz geht es neben der Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen nicht genau auch um solche Vereine, ob beim Fußball, beim Handball, Eishockey, Ringen, in denen viele ehrenamtlich Tätige ermöglichen, dass Menschen ihrem Sport nachgehen. Und der Bundesfinanzhof in einem Urteil aus dem Jahr 2015 hat hier nun ein Urteil gesprochen, das Probleme bereitet hat. Da steht drin, dass es keine steuerliche Begünstigung für Sportdachverbände gibt, wenn sie einen Ligabetrieb organisieren. Ich vereinfache jetzt mal ein bisschen. Und es dauerte einige Zeit, bis klar wurde, Mensch, das betrifft alle Sportarten mit Ligabetrieb. Also wenn ein Dachverband wie der Bayerische Fußballverband Fußballligen organisiert, Schiedsrichter einteilt, Tabellen führt, dann betrifft es die und die Folgen wären dramatisch gewesen für die.
Vereine müssten, so die Befürchtung, für jedes Spiel trennscharf nachweisen, dokumentieren, welche Spieler teilnehmen, ob sie bezahlt werden oder nicht. Dachverbände müssten die organisatorischen Leistungen den Vereinen voll in Rechnung stellen. Das heißt, es hätte einen großen bürokratischen und finanziellen Aufwand für die Vereine gegeben und für die zahlreichen Ehrenamtlichen, die hier tätig sind. Und nun kommt ein Beispiel für das, was praktizierte Politik heißt. Wir haben ein Problem erkannt und wir haben es gelöst. Im intensiven Austausch mit den Betroffenen, dem Finanzministerium, eine Lösung gesucht, die sachgerecht und praktikabel für Vereine ist. Und die Frage der Steuergerechtigkeit übrigens auch, nämlich dass nur der Amateursport steuerlich gefördert wird und nicht der Profisport, zusammenbringt. Das ist uns gelungen. Indem wir nun festhalten, gemeinnützig ist die Organisationsleistung von Dachsportverbänden nur dann, wenn in dieser Liga überwiegend, das heißt mehr als 50% Spieler teilnehmen, die keine Lizenzspieler sind. Es ist nur eine kleine Änderung, hat aber eine große und positive Auswirkung für tausende Vereine und für die Ehrenamtlichen, die hier tätig sind. Und auch das ist ein kleiner Grund, diesem Gesetz zuzustimmen. Dankeschön. Michael Schrodi war das für die SPD-Fraktion, der hier für das Gesetz geworben hat. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Sebastian Brehm für die Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute können wir in der abschließenden Lesung des Jahressteuergesetzes 2018 verabschieden. Und dieses Gesetz ist ein gutes Beispiel dafür, für die gute Zusammenarbeit der Opposition und mit der Opposition, aber auch die gute Zusammenarbeit in unserer Koalition. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die eigentliche Arbeit für so ein Steuergesetz ist ja auch im Vorfeld und nicht hier im Plenum. Und da wurden viele Fachrunden gemacht und Fachgespräche geführt. Die AfD hat an diesen Fachgesprächen und Fachrunden sich nicht beteiligt. Und das hat man heute auch gemerkt. Da fehlt das Hintergrundwissen. Und das merkt man auch an der Rede heute von Ihnen, Herr Kollege Glaser. Ich habe in meiner letzten Haushaltsrede schon gesagt, und das gilt auch für heute, raus aus dem Schaufenster und ran an den Schreibtisch. Vielleicht ist das nächste Mal auch die Devise für Sie. Und Sie beteiligen sich auch an den Fachrunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahressteuergesetz kann in drei große Teile geteilt werden. Im ersten Bereich wurden viele Fragen geklärt, die sich aufgrund rechtlicher Veränderungen ergeben oder aufgrund der Rechtsprechung des BfH, zum Beispiel die Anpassung an das zweite Pflegestärkungsgesetz, also zum Beispiel die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade. Das muss man dann auch im Steuergesetz abbilden oder das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und dieser Bereich wird auch immer wieder in einem Steuergesetz sein. Insofern werden wir das auch in den nächsten Jahren wieder fortsetzen. Der zweite Bereich schafft in diesem Jahr wesentliche Lücken ab, zum Beispiel im Investmentsteuergesetz durch die Einschränkung der Cum-Cum-Geschäfte und andere notwendige Regelungen. Und es ist natürlich auch der Bereich, der dem Gesetz den Namen gibt, nämlich die Vermeidung von Umsatzsteuerbetrug mit Waren im Internet. Und hier ist die Neuregelung ja die, dass ein Online-Plattformbetreiber haftet für die Umsatzsteuer, wenn keine Bescheinigung vorgelegt wird. Und es betrifft insbesondere die ausländischen Firmen, insbesondere die aus dem Fernosten. Und deswegen ist es eigentlich eine Frage, warum Sie das ablehnen. Aber ich halte die Regelung für gut und die wurde abgestimmt mit allen und ist richtig und ist dafür da, dass wir auch unser Steuersubstrat in Deutschland bekommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und der dritte Bereich, und auf den sind wir mächtig stolz, der dritte Bereich ist ein Zeichen für eine nachhaltige Verkehrs- und Umweltpolitik. Und deswegen ist es umso verwunderlicher, dass die Grünen das Steuergesetz, das Jahressteuergesetz ablehnen, denn sie lehnen damit auch den Einstieg in den Umstieg ab. Und deswegen schauen wir dieses Gesetz mal genauer an. Wir führen die Freiheit ein für das Jobticket. Das Jobticket ist eben die Karte für den öffentlichen Nahverkehr, für den Arbeitnehmer, und der ist zukünftig wieder steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Das macht das Jobticket für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv. Wir hatten das ja schon mal im Jahr 1994 bis 2004 und es wurde damals in der rot-grünen Regierung leider abgeschafft. Es ist jetzt ein richtiges Signal, dass wir das Jobticket wieder freistellen. Damit erreichen wir es auch, dass wir eben keine Staus mehr verursachen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umsteigen. Und jeder, der dieses Gesetz ablehnt, lehnt auch die Unterstützung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich ab. Das sollte man auch wissen beim Jahressteuergesetz 2018.
Und des Weiteren fördern wir den Umstieg auf moderne Technologien, indem wir die private Nutzungsbesteuerung bei Betriebsautos für diejenigen, die das Auto noch nutzen müssen, eben von 1% auf 0,5% reduzieren für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Und wir haben uns da angelehnt an die Elektromobilitätsgesetz. Da sind ganz klare Vorgaben, welche Fahrzeuge bevorzugt sind und welche nicht. Und damit schaffen wir eben für Elektro- und Hybridfahrzeuge es, dass sie nur noch halb so teuer sind und dass der Nutzen doppelt so hoch ist. Ich glaube, das ist ein richtiger und ein notwendiger Schritt in diesem Jahressteuergesetz 2018. Und dann ein Grund, ich glaube, das ärgert Sie ein bisschen, dass das jetzt die Koalition gemacht hat. Ich habe das in meiner letzten Rede zum Jahressteuergesetz ja beantragt, dass wir gesagt haben, wenn wir schon einen Umstieg auf das Fahrrad, auch auf die E-Mobilität, auf das E-Bike wollen, dann wollen wir das auch fördern, indem wir eben keine private Nutzungsbesteuerung vornehmen. Wir haben das gefordert, wir haben es umgesetzt und deswegen ist es auch richtig, dass es in diesem Gesetz drinsteht. Ich glaube, es ist insgesamt ein sehr gutes Jahressteuergesetz 2018. Und in Kombination mit dem Baukindergeld und dem Familienentlastungsgesetz, was wir vorher beschlossen haben, schaffen wir eine wesentliche Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen und für junge Familien in unserem Land. Und das ist ein gutes Signal und deswegen bitte ich auch um Zustimmung. Und auch für den Mittelstand haben wir gute Lösungen gefunden, indem wir eben den totalen Verlustuntergang, wie Sie schon schön gesagt haben, wieder erhalten haben. Das ist systematisch richtig und es ist auch vom Gericht so vorgegeben worden. Sanierungsgewinne sind übrigens auch wieder steuerfrei, was im Insolvenzrecht eine wesentliche Rolle spielt. Und wir schaffen damit systematisch eine Klarstellung und wir schaffen damit auch viel Rechtssicherheit in offenen Fällen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben aber noch viel vor uns und wir haben weitere wichtige Aufgaben in der Steuergesetzgebung vor uns, die wichtig sind. In einem Bereich brauchen wir für die privaten Einkommensteuerbezieher weiterhin Entlastung. Das heißt, wir müssen auch die nächsten Jahre darauf achten, dass mehr netto bleibt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen brauchen wir eine sukzessive Anhebung des Grundfreibetrags und eine deutliche Entlastung hier. Und zum Zweiten brauchen wir natürlich auch eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts und der Unternehmensbesteuerung. Deswegen freue ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier in den nächsten Wochen und Monaten weiter diskutieren, deutliche Entlastungen schaffen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Lassen Sie uns heute zustimmen. Es ist ein gutes Jahressteuergesetz 2018. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Sebastian Brehm war das, meine Damen und Herren, der letzte Redner in dieser Debatte zur Umsatzsteuerausfällen bzw. zur Vermeidung derselben.